Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist die aktuelle Yoga Junkies Box bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Yoga Junkies Box ist diesen Monat wieder ganz schön groß. Oh mein Gott, ist die groß. Das ist wieder dieses Großformat. Wie oft hat sie groß gesagt? Sehr oft. Sie wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an Hannah, Tyler und das komplette Yoga Junkies Team. Mega geil. Also finde ich richtig cool. Die kann man für 49,99 bei denen im Onlineshop bestellen. Und mit dem Code Gesundheitssemi. Was ist los? Mit dem Code Claudi10 sparst du nochmal 10%. Da ist der kleine Mann, der rumniest. Genau, das ist ein Affiliate-Code, das heißt, ich verdiene da auch eine kleine Provision dran, aber du kannst auf das komplette Sortiment sparen. Also nicht nur auf die Boxen, sondern auch auf das komplette Yoga-Sortiment. Matten, Yoga-Zubehör, Yoga-Lifestyle-Produkte, echt coole Sachen, Schmuck gibt es dort auch. Also schau da einfach mal vorbei, ich packe euch die Links unten in die Infobox. Und ja, genau, wir haben dieses wunderschöne Logo, ich liebe es tatsächlich sehr. Ne? Das ist dieses Mandala-Design, finde ich echt hübsch und ja. Dass die Box pink ist, ist natürlich auch voll mein Ding. Ich mache die jetzt einfach mal auf. Nein, es gibt auch in diesem Video was zu gewinnen, Mensch. Und zwar verlose ich unter euch ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. So, jetzt schauen wir aber mal in die Box, denn ich bin sehr, sehr gespannt, was die jetzt hier reingepackt haben. Es ist Sommer, es ist heiß, es ist warm. Also ich bin am... Also ich habe Glow im Gesicht, ja. Fullface Kiko, ne? Läuft. Also der war Blush-Leiter und so. Aber mir ist auch super heiß. Ey, ohne Witz. Ist diese Lichter und dieses Wetter und der arme Mann ist auch noch mit mir im Raum, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, so, wichtig. Tag us in your Instagram Story. Also wenn du ein Unboxing dazu machst und gerne ein Bild dazu posten möchtest, freuen die Yoga Junkies sich immer, wenn man ein Bild dazu postet und sie dann entsprechend markiert. Und hier haben wir dann den Blick in die Box und es kommt mir gerade ein so geiler Duft hier raus. Boah, das riecht so fruchtig. Mega angenehm. Oh, ich will wissen, was hier drin ist. Okay, zuallererst habe ich hier eine persönliche Botschaft mit dabei. Namaste, das sind Hannah und Tyler, falls ihr sie noch nicht kennt. Sehr, sehr sympathische Leute, wirklich. Also, ne, also mega. Die Yoga-Junkies an sich sitzen, glaube ich, in Österreich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also quasi auch, ja, der Produktionsstandort, sage ich mal. Tyler kommt aber ursprünglich aus den USA, glaube ich. Ja, Tyler, kommst du aus den USA? Ich glaube schon. Liebste Claudi und dein Herzchen dabei. Wir wünschen dir viel Freude beim Auspacken der Summer Dreams Box. Auch geil. Vielen lieben Dank für deine wundervollen Unboxings. Gerne. Lots of love, Hannah, Tyler und dein Yoga Junkies Team. Und ganz viele Herzchen. Dankeschön. Ah, ich freue mich. Okay, jetzt bin ich aber hier mal ganz aufgeregt, Leute. Denn hier haben wir eine Lady, Summer Dreams. For lovers of the yoga lifestyle. Oh, so ein Klamottenstyle, ne? Ist ja auch voll meins. Richtig lässig und entspannt und finde ich richtig cool. Und hier haben wir dann die ganzen Produkte aufgeführt. Sieht sehr grün hier drin aus tatsächlich. Und auch die Preise, dann ein paar Beschreibungen. Weil bei manchen Produkten, bin ich ehrlich, habe ich keine Ahnung, was das ist und wofür man das so gebrauchen kann. Ich mache ab und an ein bisschen Yoga tatsächlich. Ja, ich komme mittlerweile mit meinen Händen fast an meine Füße, Leute. Seid stolz auf mich, sobald ich es kann, werde ich euch das mitteilen. Ich mache ja auch Hula Hoop, ne? Also ich versuche, so ein bisschen mehr Bewegung in mein Leben reinzubringen. Und genau, es hilft mir tatsächlich. Und ja, die Yoga-Junkies haben mir da auch sehr beigeholfen. Und jetzt gucken wir uns mal so langsam, Claudia, ich quatsche. Timestamps, Leute. Falls ich euch zu viel quatsche, weiterhüpfen. Nicht meckern, hüpfen. hier habe ich Sustainable Athleisure. Okay, was ist das? KCA Lab. Das kenne ich nicht. 25% auf alle Einkäufe in unserem Online-Shop. Ach, guck mal. Das ist ja nett. Okay. Ach, guck mal, man kann ein Geschenk auch dazu bekommen, wenn man halt ein Mitglied bei den Yoga-Junkies ist. Das finde ich cool. Und die, ja, bis zum 31.07. Da muss ich schnell sein. Ich weiß nicht. Ich denke, da kriegst du dann auch so Outfits, ne? Muss ich mal im Online-Shop vorbeischauen. Da bin ich ja gespannt drauf. Dann habe ich hier einen Flyer drin. Nein, von Ava and May. We are going to Ibiza. Pulsierende Nächte und sommerliche Leichtigkeit.
Riecht das hier gerade so raus? Krass, unsere Ibiza-Duftstäbchen bringen dir den aufregend fruchtigen Insel-Vibe und die Frische einer zarten Meeresbrise nach Hause. Nein, wie geil. Limette, Mandarine und Vanille. Nein, ihr habt hier nicht ernsthaft was von Ava und May drin, Leute. Folge uns auf unserer Reise um die ganze Welt. Da hast du Duftkerzen, Duftstäbchen, Bodymilk und so weiter und so fort. 40% kriegst du auch noch. Ach was. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und hier haben wir das Schätzelein auch drin. Leck mich fett. Wahnsinn, riecht das geil. Okay, okay, okay. Also Hannah, Tyler, ihr seid eskaliert. Ich merke das wohl. Wie geil ist das denn? Das finde ich gerade richtig geil. Okay, und hier sind dann halt so... Wahnsinn. Also ich hatte mal so eine Mini-Kerze von Ava & May. Ich weiß halt, dass die super teuer sind. Deswegen bin ich gerade so gebasht davon. Das finde ich gerade so aufregend. Made in Spain, also das ist aus Spanien. Ja, ich überlege gerade, ob wir gerade irgendwo... Ja, für unser Gästebad ist mir das zu schade. Ich glaube, stelle ich das bei uns in die Küche? Ich weiß es nicht. Aber ich will es direkt verwenden, weil ich das gerade so geil finde vom Duft her. Ich möchte nicht warten. Claudia, sei mal nicht so. Wie geil ist das denn? Ich bin gerade voll geflasht. Limette, Mandarine und Vanille. Aber das hat noch irgendwie so einen holzigen Duft mit dabei. Das ist so geil, Leute. Wirklich. Oh, ich möchte diesen Duft die ganze Zeit haben. Nein, ich will... Ich muss warten. Ich muss warten, bis der nächste Duft bei uns leer ist. Und dann darf ich den erst verwenden. Ich kann jetzt nicht schon das Ding aufmachen. Und dann kann ich das nicht verwenden. Und dann... Nee. Ich weiß, es ist furchtbar. Ja gut, dann nimmt man das halt, macht die Duftstäbchen da rein. Und je nachdem, wie viele Stäbchen du verwendest und da reinsteckst, ist die Intensität natürlich höher. Und gleichzeitig hast du dann auch einen höheren Verbrauch. Also das kann man sich dann je nach Raumgröße dosieren. Das ist auch immer wichtig zu wissen. Das wusste ich damals nämlich nicht, als ich das erste Mal sowas hatte. Dann habe ich das in unser Gästebad gestellt, was winzig klein ist. Also du passt gerade mal ein Klo rein. Ein extra kleines Waschbecken. Ne? Und der Mensch, der auf dem Klo sitzt. Ansonsten ist der Raum halt voll. Aber der Raum ist da. Immerhin. Geil. Also das feiere ich jetzt schon hart, ne? Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also, was ist sowas? Muss ich mal eben kurz gucken. 26,99 kostet sowas nämlich regulär. Das ist Wahnsinn. Und du zahlst halt 49,99 für die Box, ne? Minus 10%. Also quasi minus 5 Euro. Also quasi 45 Euro, wenn du meinen Rabattcode anwendest. Nur mal so, by the way. Okay, ich gucke aber jetzt weiter hier. Love surrounds us. Wear Sundancers. Ein Gutschein über 5 Euro. Strong and female, weil du einfach großartig bist. Das ist ja nett. Wir genießen das Leben. We are Sundancers, heißt das. Oh, wir sind Sonnentänzer. Was ist denn von We are Sundancers? Das weiß ich gar nicht. Ich gucke hier neben... Ach, Sonnentanz. Die Mondkette. Hier ist irgendwo eine Kette mit dabei. Bist du eine Mondkette? Du bist doch eine Mondkette. Okay, das gehört dazu. Sonnentanz. Wir stellen nachhaltigen Schmuck her, der nicht nur schön ist, sondern auch Wirkung zeigt. Mit eingearbeiteten Kristallen oder ätherischen Ölen betropft, spricht Sonnentankschmuck alle Sinne an. Wir genießen das Leben. Schön. Und das ist so ein Roségold. Dann hast du da zwei Kristalle oder sowas da mit dabei. Und dann diesen Mond. Das mag ich ja, ne? Das ist auch etwas, was wir immer mal wieder in den Yoga-Junkies-Boxen finden. Diesen wunderschönen Schmuck. Ach, guck mal, und hier sind sogar noch mehr von diesen. Ich habe mir die Kette mal umgelegt. Ich finde die wirklich schön. Das ist eine relativ eng anliegende Kette. Man kann aber die Länge noch ein bisschen verstellen, dass man das länger sitzen hat. Weil ich habe hier hinten auch so ein kleines Schwänzchen noch dran. Ne? Also die kann man sich noch ein bisschen länger stellen. Das finde ich total schön. Eine schöne filigrane Mondkette tatsächlich. Passt auf jeden Fall zum Sommer. Mag ich gerne leiden. Cool. Und dazu gehört dann wahrscheinlich auch dieses We Are Sundancers mit dazu. Denke ich mal, bei so einem Sonnentanz und so, ne? Okay, dann gucken wir mal weiter. Hier habe ich Pflanzenkosmetik von Müller. Aloe Vera Gel, beruhigend und kühlend. Das können wir jetzt auch sehr gut verwenden. Weil wenn man so viel in der Sonne ist, sei es wenn man im Garten ist, wenn man irgendwo am Pool liegt, am Strand liegt, auf einer Wiese liegt, keine Ahnung. Und dann sollte man auf jeden Fall danach irgendwas verwenden, was die Haut wieder runterkühlt. Und das ist mit so einem Aloe Vera Gel immer eine ganz schöne Geschichte. Klebt manchmal ein bisschen, da muss man aufpassen. Aber jo, das ist eine schöne Sache. Ich hatte mir letztes Jahr auch den Rücken sehr hardcore verbrannt.
Und da musste dann unsere echte Aloe Vera leider dran glauben, denn die wurde dann letztendlich komplett auf meinen Rücken gepackt. Ja, nach und nach. Das ist jetzt Ökotest sehr gut. Das finde ich auch schön. Das ist sehr, sehr nett. Ist cool. Aloe Vera Gel mit ca. 97% Aloe Vera Blattsaft aus Konzentrat kühlt und erfrischt die Haut, spendet intensiv natürliche Feuchtigkeit durch die regenerierenden Eigenschaften auch ideal nach dem Sonnenbad oder der Rasur. Siehste, das ist auch cool. Zweiten Reim. Gibt es beim Müller zu kaufen? Bei uns gibt es keinen Müller in der Nähe. Deswegen finde ich das immer ganz cool, wenn ich irgendwo was von Müller mit dabei habe. Schön. Echt geil, was hier irgendwie, weiß ich nicht, ich find's fancy. Okay, ja, man will mich hier wieder testen, ich merke das wohl. Berliner Schott, ein Glow-Schott mit Apfel, Rote Beete, Himbeere, Ingwer und Timut-Pfeffer. Ja, das werde ich mir dann gleich mal gönnen heute, ne? Sehr schön. So eine kleine Mutprobe und immer wenn ich die in Boxen drin habe, habe ich immer so dieses, es juckt mir unter den Nägeln, unter den Fingern, wie auch immer, dass ich das dann direkt trinke. Und das mache ich doch jetzt einfach mal. Und erstmal dieses Viech hier entfernen. Gut geschüttelt vorher, ja. Für den Glow von innen. Ich sag mal Prost. Okay, das wird heftig. Vor allem mit dem Pfeffer, ne? Böse. Es geht. Es geht. Es geht. Wir hatten auch schon welche von Berliner Schott, wo richtig so Ingwerstückchen mit drin waren. Das war ein bisschen hardcore, ne? Aber ne, das hat gut geschmeckt. Das fand ich gut. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Und die Flasche will nicht stehen bleiben. Ja gut, die ist auch ein bisschen eingedutscht, ne? Ja. Dann nickst du halt. So, dann haben wir hier etwas drin. Cliff Bar, Energy Bar, Minis, Feed Your Adventure, White Chocolate Macadamia Nut. Oh Baby, das ist voll meins. 28 Gramm sind in so einem Riegel enthalten. Sowas mag ich extrem gerne, so zum Frühstück oder als kleines Vorabendbrot oder als kleiner Snack zwischendurch einfach mal. Das ist eine ganz gute Geschichte. Ich werde dann auch einmal gesnackt, wenn ich zum Beispiel das Video schneide. Und dann kann ich euch mal mit reinschreiben, wie ich das so fand. Finde ich gut, definitiv. Schön. Also sehr sinnvolle Produkte haben wir auch hier in der Box mit dabei. Haben wir sowieso, aber heute umso mehr. Marmitube, Aluminium, besser als du denkst. Okay. Hier wird jetzt mal so ein bisschen aufgeklärt, wie gut Aluminium ist. Unser Ziel Nachhaltigkeit. Unsere Tuben bestehen zu 100% aus recyceltem Aluminium. Einfach entsorgbar in der Werkstofftonne oder im gelben Sack. Ja, guck. Dafür ist das auch gerade mal ganz gut, weil mir so warm ist. Okay, nee, finde ich schön. Und Marmitube esse ich sehr, sehr gerne. Das ist eine sehr leckere Marmelade. Und ich vermute, dass wir hier auch irgendwo eine drin haben. Ja. Oh, lecker. Also es hätte verschiedene Sorten gegeben. Entweder Pfirsich oder Himbeere. Und ich habe die Himbeervariante. Ich mag beides richtig gerne. Und das finde ich nice. Also richtig geil. Kommt bei mir auf das Frühstücksbrötchen oder das Frühstücksbrot oder das Frühstückstoast. Cool. Lecker. Und das kannst du kriegst es halt echt gut raus, ne? Und meine Marmitube, tatsächlich Himbeere, die ich aktuell bei mir im Kühlschrank habe, ist zur Hälfte leer. Deswegen habe ich hier schon mal ein Backup. Finde ich gut. Dann habe ich hier gerade irgendwelche Heftchen auch noch gehabt. Vertraue deiner Natur, Bio Bloom mit CBD, Hanf und Naturprodukten für dein natürliches Wohlbefinden. Okay, das ist hier so ein Heftchen. Achso, und hier sind dann verschiedene Produkte aufgeführt. Hanfsamen. Bla 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 bla. Es riecht auch sehr, sehr gut, dieses Heftchen. Nach dem Arbeiten May, glaube ich tatsächlich. Hammermäßig, okay. Dann haben wir hier auch zu diesem Cliff Bar Gedönsen nochmal so eine Geschichte mit drin. Das ist ein Einleger. Probiergröße 28 Gramm steht hier drauf. Ach so, weil das wahrscheinlich hier in dem Heftchen gar nicht aufgeführt ist. Das ist ein Beileger. Okay. So, hier haben wir aber noch mehr drin. Und zwar habe ich hier rote Thai Curry Paste von Confusion, asiatisch kochen. Okay, wenn man sich dann einen Curry macht, kann man das dann einfach damit reinmachen. Das finde ich auch schön. Wird sehr scharf sein, denke ich. Ne? Wir haben 3 von 5 Chilischoten. Das ist für mich schon sehr scharf tatsächlich. Auch wenn sie sich so einen Ingwer-Shot reingibt. Aber so Chili ist für mich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Mit dieser roten Thai-Curry-Paste kannst du ganz nach unserem Motto First learn the rules, then break the rules, kreativ und authentisch asiatisch kochen. Unsere rote Curry-Paste ist frei von Zusatzstoffen und verdankt ihre Farbe den scharfen roten Chilis. Sie eignet sich optimal als Basis für Curries oder zum Verfeinern asiatischer Gerichte. Rezeptideen findest du auf www.confusion-kochen.at. Mhm. Die sitzen in Wien. Okay,
Interessant. Muss ich mir auf jeden Fall Rezeptideen holen. Das ist ja süß. Wie niedlich. Ein Beutel aus Blattleder. Nein, wie süß. Ach, guck mal. Ich habe damals auch immer Blätter gepresst und wusste dann nie so genau, wohin damit. Dann haben wir Blätterbücher gemacht, wo wir dann die ganzen Blätter immer reingemacht haben. Und dann waren sie da drin. Aber dass man daraus Leder machen kann, finde ich ja Wahnsinn. Die Grundlage eines jeden Leaves ist das Blatt des Teakbaums. Es vereint Nachhaltigkeit, großartige Robustheit und geringes Gewicht. Vor allem aber ist jedes Blatt einzigartig. Und so ist auch dein Leaf einzigartig. Das finde ich ja schön. Das ist so ein kleines Mini-Portemonnaie oder so. Da kannst du, also entweder ne, kannst du da wirklich dann das als Geldbörse benutzen oder du benutzt es als Frauentäschchen, dass du dir dann da deine Tampons reinmachst und deine Slip-Einlagen oder so. Oder was auch immer. Ne? Du kannst da auch eine Maske klein gefaltet reinmachen und immer mit dabei haben. Das finde ich ja schön. Nee, das mag ich. Und das mag ich auch von der Größe her, ne? Ist halt wirklich so eine kleine Größe. Das finde ich schön. Und hier hast du auch wirklich dieses Blatt, siehst du. Das ist... Riecht das nach Blatt? Ein kleines bisschen natürlich riecht das, ne? Die hält einfach überall ihren Rüssel rein, ey. Das riecht wirklich nach Blatt, Leute. Also, es riecht gut. Ich mag das. Das finde ich cool. Und das ist halt auch von der Farbe her Unisex. Also theoretisch könnte ich das auch meinem Freund geben. Aber der hat keine Handtasche, ne? Ja. So, dann schauen wir uns mal das letzte Produkt in der Box an. Und das ist von diesem Gedönsen hier. Von dieser Marke Bioblumen. Denn hier haben wir drin ein 1% CBD Bio-Hanf-Vollextrakt. 10 ml. Das ist ja cool. Dieses Hanfextrakt, ich bin ehrlich, ich habe schon mal sowas zu mir genommen. Und das tut gut bei Regelschmerzen. Es hilft, wenn man dran glaubt, sage ich mal, gegen Migräne. Und Sammy hat auch seine eigenen CBD-Tropfen, dass wir dann für Silvester oder wenn halt sonst irgendwelche lauten Knallnächte sein könnten oder so ihn vorbereiten. Hätte ich gerne ihm, ja, hätte ich das gewusst, hätte ich ihn auf das Gewitter von letzter Nacht vorbereitet, dann wäre ich nicht mit ihm bis 4 Uhr nachts wach geblieben. Aber hey, das hilft auf jeden Fall, ne? CBD, das ist halt nicht dieser heimachende Teil von der Pflanze, sondern es ist halt so ein bisschen irgendwas anderes, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall nichts irgendwie, ne? Ist nichts Schlimmes, Leute. Ich weiß nur nicht, 8,90 € kostet das, na guck. Dieses CBD-Öl ist das ideale Produkt für CBD-Einsteiger sowie CBD-Kenner, die CBD zu jeder Zeit nutzen wollen. Das Öl ist ein zu 100% naturbelassenes Hanf-Vollextrakt, welches wertvolle Cannabinoide, Vitamine und Mineralstoffe und Polyphenole enthält. Okay, ja, da weiß ich zwar nicht, wogegen das hier dann genau helfen soll, aber ich würde das dann halt auch entsprechend so verwenden, ne? Dass man das halt zur Beruhigung nimmt und so weiter. Hier steht jetzt nicht unbedingt drauf, wie viel man davon nehmen soll, oder? Für Lebensmittel ein Tropfen. Dieses Produkt beinhaltet... Nee. Hä? Weiß ich nicht. Das ist nur das Aroma. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich kenne das ein bisschen anders, das CBD-Öl. Dass man sich quasi dann eine Pipette reingibt. Also hier steht für Lebensmittel ein Tropfen. Okay. Vorgebraucht schütteln. Dann hast du hier so eine Pipettengeschichte. Also hier steht ja wirklich nur ein Tropfen, ne? Also muss man sich dann quasi einfach nur täglich einen Tropfen davon gönnen. Muss ich mal schauen. Also ja, meine Läusverrost sind vor einer Stunde ungefähr, na, ein bisschen länger bei mir eingezogen. Also von daher wird das auf jeden Fall helfen. Das finde ich gut. Und hier komme ich jetzt zu dem letzten Produkt. Und zwar haben wir hier so ein kleines Kettchen in so einem Säckchen drin. Und das passt jetzt auch optimal, Leute. Denn das hier ist nicht irgendein Kettchen, sondern es ist ein Fußkettchen. Ach, das finde ich schön, ne? Ich laufe so viel barfuß jetzt gerade rum bei uns zu Hause und so. Passe ich natürlich immer auf, dass ich nicht in irgendwelche Bienen oder sowas reintrete. Ach, finde ich schön mit so einem Herzchen und so. Ich gucke mal, ob das jetzt passt. Aber es ist eigentlich auch größenverstellbar. Dann sollte das auch wohl passen, weil ich habe keine kleinen Füße, ne? Passt auf jeden Fall, würde ich mal so sagen, ne? Finde ich echt schön. Und selbst bei meinen nicht allzu schmalen Knöcheln passt es definitiv. Nee, finde ich richtig geil. Also ohne Witz jetzt, die haben hier einen rausgehauen. Das ist der Wahnsinn. Was ist das bitte für eine geile Box? Ich komme da gerade nicht drauf klar. Schaut auf jeden Fall da im Shop vorbei. Da gibt es auch noch weitere Boxen. Zum Beispiel die Box, die ich mitgestalten durfte.
Und ja, denkt an meinen Gutscheincode, denkt an die Verlosung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, Beauty-Boxen und so weiter. Hier unten meinen neuesten Upload. Sammy schnarcht. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.